herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar wird dieses Video ein wenig anders, denn ich möchte euch heute meinen neuen Freund, das Festool SysRock mit DAB Plus vorstellen. Ich hatte davor das Makita DMR112, und warum ich mich jetzt umentschieden habe und mein Makita ersetzt habe für dieses Radio, erzähle ich euch jetzt. Das SysRock und das Makita unterscheiden sich fast gar nicht. Sie haben beide DAB Plus, sie haben beide Bluetooth, sie haben auch beide einen AUX-In-Anschluss sowie auch einen USB-Anschluss, um externe Geräte anzuschließen und zu laden. Und das Makita hat sogar im Akkufach hinten drin auch noch einen Anschluss für Software-Updates. Aber Software-Updates kommen jetzt nicht, wie ihr denkt, vielleicht jede Woche oder jeden Monat. Beide Radios können natürlich auch mit einem Netzteil betrieben werden und natürlich auch mit Akkus. Und beim Makita ist es eine Akkuspannweite von 7,2 bis 18 Volt Akkus. Und beim Festool SysRock sind es 10,8 bis 18 Volt Akkus. Und natürlich ist das Gehäuse noch entscheidend, aber da unterscheiden sich die beiden auch gar nicht, denn beides ist einmal mit Kunststoff und mit Plastik versehen. Wie ihr sehen könnt, unterscheiden sich die Radios kein Stück, aber jetzt kommen die Unterschiede, denn das DMR112 von Makita hat eine Schutzklasse IP64. Das heißt, es ist staubdicht und spritzwassergeschützt. Das Festool hingegen hat leider nur eine IPX3 und das ist nur gegen Sprühwasser geschützt. Das heißt, das Makita schneidet in dem Fall besser ab. Was aber nicht heißt, dass Makita gleich besser ist, denn das Festool SysRock wiegt nur 1 Kilo. Zum Vergleich, das Makita mit einem Akku hinten drin, egal welches Radio, wiegt knappe 5 Kilo. Also was ihr da an Gewicht spart, ist schon sensationell. Das nächste ist, was dieses Ding für eine Leistung hat. Ich habe für euch beide Radios getestet, das DMR112 und das SysRock. Ich habe bei beiden ein 4 Ampere 18 Volt Akku hineingesteckt und die Laufzeiten sind bei beiden fast identisch. Aber wie ihr jetzt in der Hörprobe hören könnt, schneidet das Festool SysRock vom Klang her viel besser ab. Also wie ihr sehen könnt, ist der Klang beim SysRock wesentlich besser und es ist auch noch ein bisschen lauter als beim Makita, obwohl das Makita zwei 4,9 Watt Lautsprecher verbaut hat und das SysRock ein 10 Watt Lautsprecher. Wenn ihr euch dieses Radio zulegen wollt, bekommt ihr nicht nur wie bei Makita ein Netzteil mit dazu. Das bekommt ihr hier natürlich auch dazu, aber ihr bekommt auch noch eine Tasche mit dazu, wo das Radio wundervoll hineinpasst, und ein AUX-In-Kabel zum Anschließen externer Geräte. Und was ich auch ganz cool finde, hier hinten habt ihr einen Haken, da könnt ihr den Haken rausziehen und da könnt ihr das Radio, wenn ihr das nicht hinstellen wollt, einfach so aufhängen. Das Problem ist natürlich, wenn ihr das mit einem Akku betreiben wollt, könnt ihr den Akku nicht hinten mit dran machen. Das heißt, ihr müsst den Haken einmal hier hinten das Teil abziehen und dann könnt ihr einen Akku nehmen vom Festool und könnt den hier hinten drauf machen und dann geht das Ding mit Akku. Aber da könnt ihr das Ding nicht mehr anhängen. Also wenn ihr es mit Akku betreiben wollt, könnt ihr das Radio nur noch hinstellen und ansonsten, wenn ihr es unbedingt anhängen möchtet, dann müsst ihr leider mit dem Netzteil das Radio betreiben. Und der Grund, warum ich mich jetzt für dieses Radio entschieden habe, ist einfach, weil es viel handlicher ist als das Makita Radio. Das Makita Radio, da hast du einfach so einen Klopper in der Hand, ja. Du kannst einfach keinen weiteren Eimer tragen oder sowas. Und wenn du jetzt zwei Eimer trägst, dann legst du das auf den Deckel oder du legst es in einen anderen Eimer rein, wo du weitere Utensilien drin hast und dann kannst du das Radio überall mit hinnehmen und du kannst das Radio auch hinhängen, wenn du es mit Netzteil betreibst. Das ist eigentlich eine gute Lösung und ansonsten unterscheiden sich die Radios auch nicht weiter. Natürlich ist der Klang auch besser, worauf ich auch ein bisschen großen Wert lege, und ansonsten
ich bin auf Arbeit auch viel unterwegs, habe viele kleinere Wege, auch mal größere Wege, wodurch ich dann natürlich auch zu einem eher kleineren Radio greife. Und wenn ihr jetzt irgendwelche größeren Baustellen habt, könnt ihr natürlich auch ein Makita nehmen. Da braucht ihr jetzt nicht unbedingt so ein kleines, denn ein großes Makita-Radio kann natürlich auch schwerer geklaut werden, entwendet werden. Und das hier ist natürlich leichter zu entwenden. Aber wenn ich es immer bei mir habe, kann es mir auch nicht weggenommen werden. Also es kommt auch immer drauf an, was habt ihr für eine Baustelle, wie groß ist die Baustelle, was bevorzugt ihr. Und jeder hat natürlich auch einen anderen Geschmack und legt auch auf anderes viel Wert. So, die allerentscheidendste Frage ist denn, wie teuer ist das Radio? Damals habe ich das Makita DMR auch für 160, 165 Euro erworben und so viel kostet das Radio auch. Wenn ihr das Radio aber mit einem Akku betreiben wollt, muss ich euch leider sagen, die Akkus sind ein klein wenig teurer als die von Makita. So im Schnitt 20 Euro teurer und das Ladegerät auch. Aber die Investition ist es wert. Ich habe es gern investiert, denn hier weiß ich auch, was ich davon habe. Unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch das Radio, wo ihr mit ruhigem Gewissen bestellen und das Radio erwerben könnt. Das war's mit dem Video und wir beide gehen jetzt für heute. Und wir sagen Tschüss, haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer PayJay. Ciao.